Am Freitagabend lud 96 TV zum Finale der großen Fanabstimmung zum Moment der Hinrunde ins Theater auf dem Robinson-Club-Gelände. Die Paten der drei für die Endwahl nominierten Vorschläge waren gekommen, um bei der Verkündung der Entscheidung dabei zu sein. Jan Schlauterer für das Weiterkommen gegen den FC Sevilla, Lars Stindl für das Erlebnis Kopenhagen samt Telefonjubel und Markus Miller für sein gelungenes Comeback Ende des Jahres. Dann wurde es ernst. Einen ganzen Monat lang haben wir gesucht. Jetzt haben wir ihn gefunden. Der Moment der Hinrunde ist das Spiel gegen Sevilla. Das Weiterkommen. Mit knappem Vorsprung vor den beiden anderen Nominierten wurde das sensationelle Weiterkommen gegen den FC Sevilla von mehreren 1096-Fans zum Moment der Hinrunde gewählt. Zu Recht, wie auch Pate Jan Schlauterer findet. Dass ich es jetzt geworden bin, beziehungsweise ich symbolisch für das Spiel gegen Sevilla, wo wir natürlich in beiden Spielen eine fantastische Mannschaftsleistung gezeigt haben, freue ich mich sehr drüber und es ist auch schön, dass die Fans sich so in dieser großen Form oder mit dieser Begeisterung daran beteiligt haben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei all den vielen Fans, die mitgemacht haben und freuen uns schon auf die Wahl zum Moment der Saison.